Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zu unseren Drehmaschinen mit Schaltgetriebe. In diesem Video stellen wir euch die kleineren Modelle vor und geben euch einen Einblick in die Funktionen und technischen Daten der einzelnen Maschinen. Sehen wir uns zunächst die PM2500 und die PM2700 an. Die beiden Maschinen sind in ihrem Aufbau und ihren Funktionen identisch und unterscheiden sich lediglich in der Größe des Betts und somit der Spitzenweite. Während diese bei der PM2500 450 mm beträgt, sind es bei der PM2700 700 mm. Die beiden Maschinen werden von einem 400 Volt Drehstrommotor mit einer Abgabeleistung von 750 Watt angetrieben und auf ihnen ist ein 125 mm Dreibackenfutter verbaut. Sie verfügen über 6 feste Drehzahlen im Bereich von 115 bis 1620 Umdrehungen pro Minute. Der Längsvorschub ist über die Schlossmutter aktivierbar. Die Leitspindel kann über einen Hebel ausgekoppelt werden, wenn sie nicht benötigt wird. So dreht sie sich nicht unnötigerweise mit, was dazu beiträgt, den Verschleiß zu reduzieren. Die Vorschubgeschwindigkeiten bzw. Gewindesteigungen werden über die Wechselräder eingestellt. Diese sind aus Metall gefertigt und die doppelten Riemenscheiben sorgen für eine zuverlässige Kraftübertragung vom Motor auf die Spindel. Die Reitstockklemmung erfolgt über einen Schnellklemmhebel. Die Führungen sind mittels Druckleisten spielfrei einstellbar. Das Glasmaßstabmesssystem kann an alle unsere Getriebemaschinen optional angebaut werden. Kommen wir nun zur Drehmaschine PM3700. Sie wird durch einen 400 Volt Drehstrommotor angetrieben und hat eine Abgabeleistung von 750 Watt. Die Spitzenweite beträgt 610 mm. Sie verfügt über 12 einstellbare Drehzahlen, von 45 Umdrehungen pro Minute bis 2000 Umdrehungen pro Minute. Die langsamen Drehzahlen eignen sich beispielsweise sehr gut zum Gewindeschneiden. Auf der Maschine ist ein 125 mm Dreibackenfutter verbaut. Die PM3700 zeichnet sich besonders durch ihre Bedienerfreundlichkeit aus und verfügt über einen Schalthebel zur Änderung der Drehrichtung der Leitspindel unabhängig von der Drehrichtung des Backenfutters. Somit ist das Schneiden von Linksgewinden möglich. Außerdem kann die Gewindesteigung über 2 Drehknöpfe am Vorschubgetriebe eingestellt werden, wodurch das Wechseln der Wechselräder entfällt. Wir suchen uns als Beispiel eine Steigung von 0,25 mm aus und stellen nun die Kombination auf A1 ein. Analog gehen wir bei allen anderen Gewindesteigungen vor. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, 2 verschiedene Steigungsbereiche abzudecken, indem wir ein Wechselrad von Größe 32 auf Größe 64 ändern. Das genaue Vorgehen kann auch in der Bedienungsanleitung detailliert nachgelesen werden. Die PM3700 verfügt über einen Profi-Schalthebel, mit dessen Hilfe die Drehrichtung des Futters spielend leicht umgestellt werden kann. Auch ein Schnellspannhebel für den Reitstock ist auf der PM3700 verbaut. Bei diesem Modell ist eine kombinierte Leit- und Zugspindel verbaut, wodurch die Vorschübe einfach entweder über die Schlossmutter oder den zusätzlichen Schalthebel für Längs- und Planvorschub geschaltet werden können. Die Drehmaschine PM3700 hat für ihre Größe und Kompaktheit sehr viele Funktionen und zeichnet sich vor allem durch eine sehr einfache Bedienung aus. Die Führungen sind mittels Keilleisten spielfrei einstellbar und das Maschinenbett ist induktiv gehärtet.
Die PM3800 gehört zu unseren größeren Drehmaschinen und wird inklusive Unterschrank geliefert, ebenso wie die PM4000 und die PM5000. Sie hat eine Spitzenweite von 750 mm und auf ihr ist ein Dreibackenfutter mit 160 mm verbaut. Sie wird durch einen Drehstrommotor mit 400 Volt angetrieben und verfügt über eine Abgabeleistung von 1100 Watt. Sie verfügt über 12 Drehzahlen im Bereich von 65 bis 1650 Umdrehungen pro Minute, die über zwei Riemenstellungen abgebildet werden. Um zwischen dem schwarzen und dem roten Drehzahlbereich zu wechseln, ist ein Umlegen des Riemens notwendig. Die Gewindesteigungen bzw. Vorschübe werden über das Wechseln der Wechselräder eingestellt. Außerdem kann die Drehrichtung der Leitspindel unabhängig zur Drehrichtung des Backenfutters geschaltet werden, was eine Herstellung von Linksgewinden möglich macht. Wie bei der PM3700 ist auch hier ein Profi-Schalthebel zur einfachen Änderung der Drehrichtung angebracht und ein Schnellspannhebel für den Reitstock ist vorhanden. Auch hier ist eine kombinierte Leit- und Zugspindel verbaut, wodurch Vorschübe einfach entweder über die Schlossmutter oder den zusätzlichen Schalthebel für Längs- und Planvorschub geschaltet werden können. Die Führungen sind mittels Keil- und Druckleisten spielfrei einstellbar und das Maschinenbett ist hier ebenso wie bei der PM3700 induktiv gehärtet. Das war unser erstes Video zu den Drehmaschinen mit Schaltgetriebe. Unsere beiden größten Drehmaschinen mit Schaltgetriebe, die PM4000 und die PM5000, stellen wir euch gesondert in einem weiteren Video vor. Falls ihr mehr Infos zu unseren Drehmaschinen wollt, schaut einfach in unserem Shop vorbei. Den Link dazu findet ihr unter dem Video.